Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Iriala, ich grüße dich. Es handelt sich diesmal um dein Pferd. Es geht ihr nicht so gut oder sie verhält sich etwas anderes als sonst. Und was ist los mit deinem Pferd? Das klären wir bei dieser Legung. Bevor ich starte, würde ich auf die Zahlen eingehen. Das zeige ich aber zum Schluss. Diese Energie, was euch beide verbindet, kann ich in Zahlen umwandeln. Das ist die Zahl 0 und die Zahl 7. Die Zahl 7 steht mit Mond in Verbindung. Mond symbolisiert Mutter, symbolisiert das Unbewussten, symbolisiert Gefühle, aber auch Sehnsüchte und Träume, außerdem die Empfängnis. Und es kann die Schwangerschaft bedeuten. Aus diesem Grund habe ich das erwähnt, weil meine Intuition sagt, dass dein Pferd spürt, dass du bald ein Baby bekommst. Und so werde ich auch die Karten deuten. In die Mitte ist die Hauptthema. Das ist ein Ring und zeigt eine enge Verbindung oder eine Ehe oder ein Vertrag. Das kann bedeuten, du wirst bald heiraten. Dann kann auch bedeuten, dass du bald einen wichtigen Vertrag unterschreibst. Das kann sogar aus Ausland kommen. Hier zeigt sich auch ein Brief oder ein Vertrag. Da ist ein gewisser Zusammenhang. Vertrag, etwas Schriftliches und Ausland. Wobei diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Und das führt uns zu unserer Intuition. Und dieser Pferd intuitiv spürt, dass etwas Neues kommt. Und dieses Bild zeigt auch Stolz oder Reinheit, aber symbolisiert auch die Intimität. Dass durch diese Intimität kommt von einer weiten Seelenreise ein kleines Kind. Und diese Botschaft möchte dein Pferd dir auch flüstern. Wenn sie sprechen könnte, würde dir das direkt sagen. Dieser Bild zeigt die Kraft. Das kann ihr Kraft sein oder du gibst ihr Kraft, aber diese Kraft geht etwas verloren. Warum wohl? Weil sie hat Angst. Angst, wenn das Baby da ist, dann verabschiedest du von ihr. Womöglich geht dieser Pferd ins Ausland und ihr verliert den Kontakt. Es muss nicht so sein, aber kann bei ihr das auslösen, dass sie spürt diese Veränderung. Wie ich schon sagte, diese Energie, was euch verbindet, zeigt sich in Zahlen, die Zahl 0 und die Zahl 7. 0 bedeutet Gedanken, Ideen. Ich weiß nicht, wie ich das bei einem Pferd vorstellen kann, aber sie zeigt sich ein bisschen eigen. Und die Zahl 7, wie ich schon sagte, steht mit Mondkraft in Verbindung. Das löst Empfängnis aus
und es kann eine Schwangerschaft bedeuten. Ich befrage jetzt mein Pendel. Ist es die seelische Ursache, dass dieser Veranderer sich verhält? Ja, nein oder nur teils? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, das ist die Ursache. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das ist es nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann heißt, es spielt zwar eine Rolle, aber es gibt auch andere Ursachen. Die Antwort ist ja und es ist im Einklang mit den Zahlen, im Einklang mit dieser Legung. Liebe Iriala, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.